habe angefangen mit dem größten Projekt meines Lebens, und zwar ein mobiles Blockbandsägewerk. In dieser Videoreihe zeige ich dir, wie ich mir so ein Sägewerk selber baue, für die Leute, die so einen Teil nicht kennen. Das ist ein Gerät, mit dem man, lapidar gesagt, einen Baumstamm in Bretter schneiden kann. Es sind für mich persönlich sehr, sehr herausfordernde Arbeiten, die ich dir zeigen werde, von Konstruktionen, die sehr, sehr plan sein müssen, von Antrieben, von Drehmomentübertragung, von Autoreifen, auf denen ein Bandsägeblatt läuft und ganz, ganz viel weiteres Zeug. Auf jeden Fall zeige ich dir in dieser Videoreihe, wie ich mir das Ganze baue. Ich werde dir Schritt für Schritt zeigen, was ich mache, warum ich es mache, und werde im Anschluss immer halt sagen, wie dieser Teilabschnitt halt eben funktioniert und wofür der da ist. Jetzt kann man unschwer erkennen, dass dieses Sägewerk noch nicht fertig ist, und aus dem Grund ist der Bauplan, den es hierzu geben wird, noch nicht verfügbar. Es ist kein normaler Bauplan, es wird auch kein Bauplan sein, wo drauf steht, okay, dieses Teil ist so lang und dieser Stützen hat diesen Winkel. Grundsätzlich ist es eigentlich egal, ob man dieses Sägewerk 1,50 Meter breit baut oder einen Meter. Ich werde dieses Sägewerk so bauen, dass ich in etwa 80 cm dicke Stämme, das heißt auch 80 cm hohe Stämme, auftrennen kann. Und das ist für mich so mein Fixmaß. Und ob jetzt hier eine Stütze 20 cm breiter oder schmäler ist, ist eigentlich irrelevant. Grundsätzlich ist es bei dieser Maschine ja nicht wichtig, dass man sieht, okay, hier haben wir ein Rohr, das 58 cm lang ist, und hier haben wir ein Rohr, was 30 Grad hat. Weil wir haben eigentlich nur zwei Arten von Schnitte. 90 Grad Schnitte und 45 Grad Schnitte. Und das hier ist wirklich sehr, sehr simpler Maschinenbau, sagen wir es mal so. Es macht ja viel mehr Sinn zu sagen, okay, guck mal, Autoreifen funktionieren deswegen gut oder deswegen nicht gut. Die Lagerung solltest du mindestens so breit machen, damit dein Sägewerk nicht anfangen tut zu wackeln. Weil der beste Plan bringt nichts, wenn am Schluss das Sägewerk vibriert oder schief schneidet. Und da kann man halt eben die gewissen Bauteile zeigen, die dafür zuständig sind, wie zum Beispiel die Blattführung oder das Sägebett, auf dem das komplette Aggregat läuft, worauf man da achten muss, damit halt der Schnitt nicht schief wird. Das ist viel, viel wichtiger, weil der Rest, den kann man sich ausdenken. Ob das Sägewerk jetzt 4 Meter lang ist, wie in diesem Fall, oder 5 Meter oder 95 cm breit oder 1,20 Meter breit, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man sieht, okay, dieses Teil ist so gefertigt. So ist der Reifen montiert. Ganz, ganz wichtige Sache, Reifenmontage. Was nimmt man da für Bauteile? Und in meinem Bauplan werde ich dir auch eben halt einfach die Teile verlinken, was ich benutzt habe. Auf jeden Fall geht es heute mal um unten das Bettgestell quasi, wo dann das Sägeaggregat drauf laufen wird. Das bauen wir heute, da werde ich da ganz genau erklären, wie ich das gemacht habe. Und für die Leute, die halt an so einem Plan oder Videobauplan interessiert sind, wo ich noch genauer auf dieses Teil eingehe, die schauen am besten einfach mal in die Videobeschreibung. Grundsätzlich werde ich mein Sägewerk mobil bauen, weil es für mich einfach einfacher ist, das Material auf den Anhänger zu legen und es direkt zu schneiden, als das Material auf den Anhänger zu ziehen und dann wieder runterzuziehen und es dann auf... Oh, ich habe einen Hörsturzgrad. Oh, was sind das jetzt? Weil ich die Stämme direkt im Wald schneiden kann und die ganzen Sägespäne auch im Wald bleiben. Für diesen Grundrahmen benutze ich grundsätzlich viel verzinktes Material, aber auch nur, weil ich von diesen verzinkten Rohren relativ lange Rohre hatte, die ich halt auch benötigt habe. Und deswegen sieht er mich am Anfang sehr, sehr viel schleifen. Ich wollte den Zink runter, oder ich musste den Zink runter schleifen, weil wenn man den öfters und länger einatmet, geht das ein bisschen auf die Gesundheit. Bei diesem Projekt hier wird man sehr, sehr viel schneiden. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Kaltkreissäge gefunden habe. Für euch als Info, ihr solltet irgendwie eine Möglichkeit haben, einigermaßen Material schneiden zu können. Aber da ist man mit einer Metallbandsäge auch schon ganz gut bedient. Die sind nicht so mega teuer. Das bedeutet, schaut, dass ihr eine Möglichkeit habt, irgendwie das Material zuzuschneiden. Mit dem Winkelschleifer würde ich das komplette Projekt nicht zuschneiden. Ganz, ganz wichtig bei diesem Sägewerk, das ist mit am wichtigsten, wenn er das Teil baut. Das Sägewerk darf nicht windschlaufen. Das bedeutet, unten diese Plattform muss genau plan sein. Ihr seht gleich einen kleinen Trick, wie man das am Schluss noch überprüfen kann. Aber ihr seht, dass ich das Sägewerk quasi auf 4 hölzernen Kanthölzern gebaut habe und konnte es dann einfach immer ein Stückchen ausrichten. Und der Boden war sehr, sehr schief bei mir. Ist auch ganz egal, weil mit der Methode könnt ihr das dann auf jedem Boden plan bekommen. Also zunächst war es mir wichtig, dass ich die Rohre erstmal hingelegt habe und dass die bündig sind. Das war so das Erste. Und dann habe ich sehr, sehr akribisch geschaut, dass ich auch 90 Grad zwischen den einzelnen Rohren habe. Und dann ging es halt eben an die Planheit. Damit das Ganze nicht Winch ist, sondern plan und man am Schluss auch gerade Bretter schneidet. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr das Grundgestell, worauf später alles laufen wird und alles liegen wird, wenn er da nicht aufpasst, dass das plan ist, dann
habt ihr sehr, sehr viele Probleme. Einfach nur euer Material wird Winch geschnitten und eure Sägebandführung, kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr viele Probleme gibt. Weil wenn euer Sägewerk beim Schneiden sich so dreht, dann was soll eure Blattführung machen? Die wird dann wahrscheinlich ein bisschen in die Knie gehen und es wird einfach nicht so gut funktionieren. Und das ist ja das, was wir am Schluss wollen. Wie überprüft man, dass das Ganze auch genau ist und dass man das Ganze immer so ein bisschen anpassen kann, wenn es halt eben nicht so ist, wie man es haben möchte? Ist ganz einfach, ihr braucht eine Maurerschnur, das ist das, was ich benutzt habe. Eine andere Schnur wüsste ich jetzt auch nicht, die dafür auch gut wäre. Auf jeden Fall spannt ihr die einfach diagonal und wenn sich die Schnüre ganz, ganz zart berühren, dann ist euer Gestell perfekt plan. Müsst ihr euch vorstellen, wenn die eine Schnur die andere Schnur einen halben Zentimeter hoch oder runter drückt, dann ist ja die eine Kante von eurem Gestell unten, die ist viel zu weit oben. Und mit dieser Schnur könnt ihr das einfach gut überprüfen. Das nächste Ziel ist natürlich, das Ganze stabiler zu bekommen. Und dazu habe ich einfach alle 60 cm in etwa eine Quertraverse eingeschweißt, damit das Ganze stabiler wird. Ihr müsst euch vorstellen, das Ganze wird ja mobil. Das bedeutet, das wird ein bisschen mehr Belastung ausgesetzt, als wenn es irgendwo stationär wäre. Und deswegen habe ich es einfach grundsätzlich ein bisschen stabiler gebaut als notwendig eventuell. Die Schnur, die Maurerschnur, ich habe sie immer wieder nach jeder Stütze drauf gemacht und habe geschaut, ob das Ganze noch plan ist. Und das war es zum Glück. Aber wenn nicht, hätte ich es halt eben anpassen können. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass das Bettgestell sehr, sehr stabil ist. Und aus dem Grund habe ich mich für Winkelprofile, die sind 5 mm stark und 50 mm breit. Da habe ich mir die ausgesucht, um auch später dann das Sägewerk drauf rollen zu lassen. Und ich habe mir gedacht, komm, ich mache alle 50 cm eine Bohrung und dann kann ich mit Gewinden in den Rohren das erstmal grob festziehen. Das hat nicht so hingehaut, weil mein komplettes Bettgestell leicht rund ist. Spielt keine Rolle, weil meine Fahrbahn von diesen Winkelprofilen dann die gerade Fahrbahn ergeben wird. Aber grundsätzlich, es hat nicht so gut funktioniert mit diesen ganzen einzelnen Löchern, die ich da gebohrt habe. Das ist derzeit auch nur an 3 Schrauben befestigt. Also könnt ihr diese ganzen Bohrarbeiten quasi weglassen. Ja, und wo wird der Stamm draufgelegt? Grundsätzlich stellt euch immer vor, dass ihr euch einen Stamm holt, der dann einen halben Meter dick ist und 3 Meter lang ist. Was wiegt so ein Stamm? 400-500 Kilo vielleicht. Dann kommt jemand, der vielleicht nicht ganz so gefühlvoll mit dem Radlader umgeht und lässt das aus 10 cm auf euer Sägewerk fallen. Wie stabil soll das da sein? Wahrscheinlich ein bisschen stabiler, als man denkt. Und deswegen habe ich auch hier sehr, sehr dickwandiges Material verwendet, um nochmal eine zusätzliche Stammauflage zu bauen. Wichtig war auch hier, dass der Stamm ca. 10 bis 15 cm vom Sägewerk nach oben kommt, denn das Sägeaggregat kann man natürlich nicht ganz nach unten absetzen, weil dort die L-Profile dann im Weg wären. Und es ist einfach so viel, viel einfacher, das komplette Ding zu bauen, wenn der Stamm 15 cm höher ist. Und das sind halt eben die ganzen Teile, die ich auf dem Schweißtisch hergestellt habe. Das sind quasi die Stammauflagen, auf denen später der Stamm liegen wird. Ganz wichtig für die Leute, die noch nicht so viel geschweißt haben. Ich habe hier auch so die eine böse Erfahrung gemacht mit Schweißverzug. Grundsätzlich stellt euch einfach vor, ihr habt hier ein Stück Metall. Das möchtet ihr irgendwie plan und gerade und rechtwinklig irgendwo dran schweißen. Und wenn ihr etwas verschweißt, dann pumpt ihr da extrem viel Hitze ins Material rein. Und was tut Material, wenn es sich erhitzt? Es dehnt sich aus. Und aus dem Grund müsst ihr halt versuchen, die Hitze so gleichmäßig wie möglich zu verteilen und so gleichmäßig wie möglich von beiden Seiten zu schweißen. Das bedeutet im Umkehreffekt für euch einfach, schweißt nicht eine komplette Naht um Rohr an einem Stück, sondern schweißt das rechte Rohr an einer Seite, das linke Rohr an einer Seite, dann das mittlere Stück und so weiter und so fort. Einfach, dass sich die Hitze möglichst gut verteilt. Ganz, ganz wichtig sind auch die Stammanschlagpunkte. Das sind halt eben die Punkte, wo der Stamm, wenn man schneidet, wo der quasi, wenn man es mal übertrieben uns anschauen, dagegen rutscht. Die müssen in der Höhe verstellbar sein und die muss man so machen, dass man den Stamm auch optimal drehen kann, wenn der ein Stückchen gewendet werden muss. Oder als Beispiel, wenn wir einen Stamm oben eine Scheibe abgeschnitten haben und möchten einen Vierkant schneiden, dann müssen wir den irgendwie gedreht bekommen. Es ist einfacher, wenn der Stamm an einer schrägen vorbei sich dreht, als wenn oben das Rohr 90 Grad hätte. Und das ist auch der Grund, warum die Stammanschlagpunkte 45 Grad haben. Und die kann man auch drehen. Dann ist oben auch nochmal so ein kleiner Pinökel, wo dann das letzte Brett einen Anschlag dran finden kann. Und das ist halt eben der Grund, warum die Rohre 45 Grad haben und hinten eine relativ dicke Naht. Da man diese Teile relativ oft bei jedem Baum individuell anpassen muss, ist es da, finde ich, sehr wichtig, dass man schnell das Ganze tun kann und nicht warten muss, bis man die Ratsche geholt hat, die passende Nuss geholt hat oder den Schlüssel nicht findet, weil der irgendwo unterm Sägemehl liegt. Und aus dem Grund habe ich halt eben diese Teile werkzeuglos gebaut, damit man einfach dran greifen kann, kann die Schraube lösen, kann die Spannung von dem Bauteil nehmen und kann es halt eben in der Höhe einstellen und kann es dann direkt nochmal festziehen.
Das sind so Punkte, die mir sehr wichtig sind, dass die halt eben werkzeugfrei sind. Um den Stamm zu spannen, habe ich mir 3/4 Zoll Wasserrohre gekauft und habe mir dann quasi ein T-Stück geholt von so einem Wasserrohr. Das ist dann ein bisschen größer gewesen und da ist es sehr wichtig, dass innen drin ein Gewinde ist, denn über dieses Gewinde kann man dann halt eben das Ganze verkeilen und kann dann oben in einem Griff, den ich auch hergestellt habe, damit kann man halt eben so ein bisschen Spannkraft auf den Stamm dann draufbringen. Da war es mir auch wiederum wichtig, dass das Werkzeug los ist und dass man das sehr, sehr schnell und gut benutzen kann. Deswegen auch der Griff, da habe ich einfach ein Stück Messingrohr geholt auf eine Schraube, habe dann oben eine Mutter festgeschweißt, damit man quasi einen Griff hat, der sich auch mitdreht. Und die Schraube, mit der man quasi in das Holz reindrückt, habe ich an der Drehbank trickspitz gedreht und danach geschliffen, damit man halt eben wirklich so einen spitzen Punkt hat, mit dem man Spannkraft aufbringen kann. Und das sind halt eben die Teile, die wir jetzt hier sehen. Hier haben wir die Anschlagspunkte, wir können das einfach von Hand direkt festzurren. Hier ist die oben die 45 Grad Schräge, die ich angesprochen habe. Wir können es rumdrehen. Wir können das ganz nach unten lassen, auf dem Anhänger haben wir nach unten natürlich mehr Luft. Hier oben haben wir eine dicke Schweißnaht, damit dann quasi das hier oben der letzte Anschlagpunkt für das letzte Brett ist. Hier dann die Spannelemente, ihr seht, die haben ein bisschen Luft, aber wenn die unten ein bisschen sich verkeilen, dann rutschen die nicht mehr weg und wir können hier ganz, ganz simpel Spannkraft auf das Holz bringen. Und hier auch direkt so was Kleines, Feines, eine Ablage, damit es auf dem Anhänger dann nicht durchfällt. Hier sehen wir diese Auflage nochmal, die ich angesprochen habe. Und das sind halt eben diese 15 cm, wo das Ganze einfach ein Stück höher ist. Hier läuft das Sägewerk drauf. Dafür ist auch dieses L-Profil gedacht gewesen. Und so ist der Stand bis jetzt. Ich hatte vor einer Woche in etwa einen Hexenschuss, als mir dieses komplette Sägewerk runtergeplumpst ist. Das hat was mit der Höhenverstellung zu tun. Das werde ich dann aber in einem eigenen Video ansprechen. Auf jeden Fall war für mich jetzt so in etwa eine Woche Baustopp. Da habe ich wieder ein bisschen mehr mit Holz gemacht. Und da habe ich auch ganz, ganz viel gelernt, auf was man halt auch achten muss. Aber das war so der Grund, warum ich jetzt in der letzten Woche nicht mehr so viel gemacht habe. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie ich das Bettgestell von dem Sägewerk gebaut habe. Ich freue mich jetzt schon auf deinen Kommentar, was du zu diesem kompletten Projekt hier sagst. Abonniere unbedingt den Kanal, damit du auch die nächsten Teile von diesem Projekt vorgeschlagen bekommst. Und vielleicht kannst du dir dann mit Hilfe von diesen Videos auch ein Sägewerk mal bauen. Auf dieser Seite findest du jetzt noch 2 weitere Videos, die dich vielleicht interessieren könnten. Und unten in der Kommentarfunktion habe ich hier noch eine schöne Playlist reingepinnt mit ein paar Maschinen, die ich noch selbst gebaut habe. Also die kannst du ja mal auch anschauen, wenn dich das Thema Maschinenbau interessiert.